Was kann alles Literatur sein, wenn es gute Bücher schaffen, eine Sprache für etwas zu finden, wovon man glaubt, dass es eigentlich keine Sprache dafür gibt? Und ein Buch schafft das trotzdem, mir etwas so zu vermitteln, allein mit Sprache, dann ist es doch großartig. Und manchmal ist es ja so, dass zwei Leute dasselbe Buch lesen, aber eigentlich zwei völlig unterschiedliche. Und dann wird es ja gerade erst spannend.